Hallo. Hallo, grüße Sie. Herr Kauder, die Regierungsbildung hat recht lange gedauert. Was sind die wichtigsten Themen, die jetzt angegangen werden müssen? Also zunächst einmal müssen wir den Haushalt für das Jahr 2018 beschließen. Das ist die Grundlage für viele Aktivitäten, die wir machen wollen. Das zweite Thema wird natürlich die Digitalisierung sein, die Infrastruktur schnell ausbauen, dann die Familienpolitik. Wir wollen das Baukindergeld rasch beschließen, damit die jungen Leute auch anfangen können, Wohnungseigentum zu bilden. Und dann natürlich das ganze Thema innere Sicherheit, Flüchtlingspolitik, das werden schon mal Schwerpunkte sein. Können Sie da noch was mehr ins Detail gehen? Was will die Koalition denn zum Thema innere Sicherheit genau umsetzen? Beim Thema innere Sicherheit haben wir ein großes Paket, das heißt neue Instrumente, bessere Überprüfungen und mehr Polizei. Also allein für den Bund 7.500 neue Stellen, für die Länder auch in dieser Größenordnung mehr Richter, mehr Staatsanwälte. Wer mehr Sicherheit will, muss auch mehr Personal zur Verfügung stellen. Die Herausforderungen rund um die Flüchtlingspolitik und Situation hatten Sie ja angesprochen. Das beschäftigt viele Menschen. Wie geht es jetzt in der Flüchtlingspolitik denn weiter? Nun, wir haben zunächst einmal die ganz klare Position, dass diejenigen, die nicht bei uns bleiben können, weil sie kein Aufenthaltsrecht haben, in ihre Heimatländer zurück müssen, also konsequenteres Abschieben. Zweitens, Fluchtursachen bekämpfen. Das heißt, nicht nur in Afrika, sondern auch, dass Menschen aus Flüchtlingseinrichtungen, wie beispielsweise in der Türkei, nicht zu uns kommen. Da haben wir auch schon viel erreicht. Und der dritte Punkt ist, wir haben den Familiennachzug für subsidiär Geschützte noch einmal ausgesetzt. Da muss nun ein ganz neues Gesetz kommen, das das regelt und wo wir sagen, es sollen nicht mehr als im Schnitt 200.000 Menschen im Jahr nach Deutschland kommen können. Und das haben wir mit klaren Positionierungen. Menschen, die kommen, bleiben zunächst einmal in einer Einrichtung, werden nicht verteilt in Kommunen, dass sie dann aus den Einrichtungen heraus wieder abgeschoben werden können, wenn sie kein Aufenthaltsrecht haben. Also da ist eine ganze Menge auch im Koalitionsvertrag gut geregelt. Herr Kauder, wir wollen in puncto Digitalisierung besser werden. Was gilt es zu tun? Die erste Voraussetzung dafür ist, dass wir den Breitbandausbau mit Glasfaser jetzt vorantreiben. Denn ohne das kommen wir gar nicht weiter. Der zweite Punkt ist, wir wollen innerhalb von 3 Jahren alle Schulen ans Netz bringen. Wir wollen die Lehrer weiterbilden, fortbilden. Und wir wollen auch, dass die Kinder in den Schulen nicht nur schreiben, lesen, rechnen, sondern auch programmieren, lernen. Da muss sich einiges tun. Wir wollen die Digitalisierung in der Wirtschaft unterstützen durch Finanzierung von Fortbildungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ja diesen neuen Weg mitgehen wollen. Also Deutschland muss ganz schnell ans Netz und muss die Produkte des nächsten Jahrhunderts voranbringen. Themawechsel. Inwieweit können wir Familien noch besser unterstützen? Nun, bei vielen Familien geht es darum, dass wir Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinbekommen. Vor allem bei den jungen Frauen. Da haben wir viel erreicht bei den Kitas. Jetzt geht es darum, dass Kinder in der Grundschule eine ganztägige Betreuung, nicht unbedingt eine Ganztagesschule, aber ganztägige Betreuung haben, dass die Mütter verlässlich sich auch um eine berufliche Aufgabe kümmern können. Wir wollen, dass junge Familien wieder verstärkt Wohnungseigentum bilden können. Baukindergeld. Und wir wollen den Familien helfen in der Erziehungsphase, finanziell helfen. Deswegen werden wir das Kindergeld ganz bemerkenswert erhöhen. Herr Kauder, auf dem Land fühlen sich viele Menschen abgehängt. Wie können wir den ländlichen Raum denn stärken? Nun, es sind vor allem die älteren Menschen, die sich fragen, ob die Gesundheitsversorgung noch entsprechend ist. Deswegen haben wir ein Programm für mehr Ärzte auf dem Land aufgelegt. Wir werden die Krankenhäuser finanziell unterstützen, indem wir sie finanziell besser ausstatten, was die Tariflöhne anlangt, sodass sie auch im ländlichen Raum bessere Chancen haben. Und wir müssen natürlich im ländlichen Raum auch
moderne Infrastruktur haben, damit die Wirtschaft dort bleibt. Und deswegen ist das schnelle Internet gerade im ländlichen Raum und nicht nur in den Ballungsgebieten ein zentraler Punkt. Und es gilt auch dort, die Menschen wollen Sicherheit und mehr Sicherheit heißt mehr Polizei. Und dafür sind dann die Länder zuständig. Letzte Frage. Die Welt ist in Unruhe. Russland agiert zunehmend aggressiv. Die USA drehen sich um sich selbst. Wie muss Deutschland außenpolitisch reagieren in solchen Situationen? Wir müssen europäisch viel mehr Gemeinsamkeiten der Außenpolitik entwickeln. Wir brauchen einen Weg in Richtung gemeinsame Verteidigungspolitik, gemeinsame Außenpolitik. Da müssen wir in Europa noch mehr tun. Und wir müssen bereit sein, mehr Verantwortung zu übernehmen. Wir tun schon einiges mit unseren Einsätzen der Bundeswehr, beispielsweise in Mali, Ausbildungsunterstützung in Afghanistan. Aber damit die Bundeswehr das auch alles leisten kann, muss sie entsprechend ausgerüstet sein. Und deswegen bleibt es dabei, auch wenn unser Koalitionspartner das anders sieht, das, was wir vereinbart haben, nämlich bis in Mitte der 20er Jahre hinein 2% unseres Bruttosozialprodukts für die Bundeswehr einzusetzen. An diesem Ziel muss festgehalten werden, sonst kommt die Bundeswehr nicht auf das Niveau, das sie braucht. Vielen Dank. Bitteschön.